Der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala ist arg unter Beschuss geraten, nachdem 30.000 Fußballfans am Sonntagabend den Meistertitel des Fußballclubs Inter Mailand gefeiert haben, ohne sich an die strengen Anti-Covid-Vorschriften zu halten. Auf dem Domplatz im Zentrum Mailands haben sich Zehntausende Tifosi versammelt, um ihre Interhelden hochleben zu lassen und Fanchöre anzustimmen. Konfetti regnet auf die Menschenmenge, die den ersten Scudetto seit 2010 bejubelt. Die Fußballfans werfen schwarz-blaue Rauchbomben. Die meisten Tifosi tragen zwar Mundschutz, halten sich jedoch nicht an den Appell des Clubs, den gesetzlich verordneten Mindestabstand zu wahren. Gegen 22 Uhr, nach Beginn des nächtlichen Ausgangsverbots, eskaliert die Lage. Die Polizei versucht, die Feierlichkeiten zu beenden. Aufgebrachte Fußballfans bewerfen die Beamten mit Flaschen. 20 Personen können von den Behörden nach Verletzung der Anti-Covid-Vorschriften identifiziert werden. Der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala sieht sich nach der aus dem Ruder gelaufenen Meisterfeier mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Einige Bürger kritisieren ihn wegen des Massenandrangs am Domplatz, gegen den er nicht rechtzeitig vorgegangen sei. Bürgermeister, welche Entschuldigung haben Sie für diesen Massenandrang? In einem anderen Land wäre ein Bürgermeister an Ihrer Stelle schon längst zurückgetreten, protestiert eine Bürgerin. Auf Salas Facebook-Seite heißt es: Herr Bürgermeister, warum dürfen die Tifosi frei feiern, während wir normale Bürger uns auch für einen Pizzeria-Besuch an die Regeln halten müssen? Da kommt einiges an Gegenwind auf Sala zu, der sich heuer der Wiederwahl stellen will.